Dann schleichen wir uns mal raus und hoffen, dass der Wolf weg ist. Drückt die Daumen. Wölfe technisch scheint die Luft rein zu sein. Oh, hier haben wir mal das zwei. Hier haben wir mal was Zweistöckiges. Glaube ich. Gibt's Post? Dann schauen wir uns hier mal um. Sieht so nach Jagdhütte aus. Hier, lass doch mal, hier, lass doch mal. Droppt doch mal eine Knarre. Ich habe auch in den ganzen Häusern noch nirgendwo ein Gewehrständer gesehen oder sowas. Oh, ein Also Hunting können wir Knife. helfen? Das kommt mir doch sehr gelegen, da ich nicht weiß, wo unser altes ist. Können wir es nicht da machen? Wo das hier war, ne? Kann man auch leicht übersehen. Jo, Wasser. Jo, Wasser. Da hinten mit dem kloliken Brecheisen. Ja. Best to be prepared for anything. Sehr schön. Mehr Socken. Ich müsste mal von allen Kleidungsstücken der verschiedenen Arten mal eins auf 100% reparieren, um überhaupt zu wissen, welches eigentlich tatsächlich das Beste Hey, ist, Stefan, can you wenn hear me? es vollständig repariert ist. Das wäre mal so eine Sache. Eine Ersatz-Cargo-Hose. Mehr Schuhe. Also hier auf dieser Map kannst du locker multiplayern. Da kannst du hier kannst du locker zwei, drei Leute Hey, I einkleiden. can use this. Zwar auch mit guten Sachen. Die noch. Know, could end up being useful. Und noch eine Weste. Ich glaube, ich bin schon gleich schon wieder überladen. Ich bin schon wieder überladen. Unfassbar. So, wir haben etwas Durst und etwas Hunger und wir sind müde. Wir haben es 17 Uhr. Hier schlafen oder das Zeug heimbringen. Alles durchsucht haben wir noch nicht. Wir bringen das Zeug heim, weil ich möchte nicht überladen rumlaufen. So können wir nämlich auch, glaube ich, nicht rennen. Oder nicht richtig gut. Ja, jetzt sind wir überladen. Kleidung. Legen wir mal die Boots weg. So, und dann gehen wir nach Hause zum Abladen. Wird eh gleich dunkel. Der Wolf hat uns gesehen.
Womit feststeht, dass wir doch hier übernachten. An der Küche war ich noch gar nicht. Ja, alles noch filzen, mein lieber Mann. Nee, das ist unglaublich, was hier abgeht. Ich dachte schon, hier geht's in den Keller. So, jetzt wird mich mal gerade noch, bevor wir jetzt schlafen gehen, mal persönlich interessieren. Was ist eigentlich schwerer? Jetzt so eine, sagen wir mal, Jeans, die ein halbes Kilo wiegt, da ernten wir ja einen Stoff raus. Und hier aus den Mitten bekommen wir auch einen Stoff raus und das wiegt 0,25 Kilo. Also die Frage, was ist leichter? Ein Stück Stoff oder wenn ich die Sachen zusammenlasse? So. Stoff ist leichter, also wenn wir alles klein schnippeln, haben wir sehr viel weniger Ballast. Beim Tinderplug ist das ja nicht so. Ein Tinderplug wiegt 0,4. Aus dem Newspaper bekommen wir, glaube ich, 2 raus. Aber es wiegt nur 0,2. Es wird dann schwerer. Das bedeutet, um Gewicht zu reduzieren, brauchen wir eigentlich nur zu harvesten. Gut, dann wäre das geklärt. Und wir essen eine Granula Bar. Und wir essen mit der Peanut Butter. Geht schießen wir das Ziel hinaus. Noch eine Granula Bar. Und haben wir noch einen Softdrink? Jo, ein Soda. Nehmen wir das Orange Soda. So, dann haben wir genug Kalorien und den Rest durch wieder 6 Liter Zeugs. Den Rest Durst beseitigen wir hiermit. Dann haben wir 18 Uhr. Und dann schlafen wir. 3 Stunden. Es ist garantiert dunkel, ja, aber das soll uns nicht weiter kümmern. Nein, nicht repairen. Harvesten. Dann harvesten wir mal Stoff. Im Akkord. Auch die Mittens. Und diese Mittens. Natürlich nicht die Laterne. Cargopins würde ich eigentlich auch gerne am Stück lassen. Im Gegensatz zu diesen Mittens. So, dann ruppen wir diese Schuhe auseinander. Da hätte ich auch mal vergleichen müssen, was ist schwerer, Leder oder Schuhe. So, eine Sache zerreißen wir noch. Nehmen wir mal die Cloves. Na, eins geht noch. Hier nehmen wir die Cottons.
haben wir 1 Uhr. So. Und ziehen uns jetzt die Peanut Butter rein mit den 900 Kalorien. Na? Bisschen Luft nach oben wäre noch gewesen. Dann Wasser. Und weiter schlafen. Na, schlafen wir auf 7 Uhr. Vier Tage, 14 Stunden. Also der fünfte Tag läuft. So, Rest Peanut Butter, die paar Gramm. Ja, machen wir es mit Wasser. Muss ja auch weg. Der Shampoo. So, wir sehen gut aus. Was macht jetzt die Traglast? Da haben wir wieder was dazu gewonnen. So, dann nehmen wir wieder die Boots an uns und haben noch knapp 4 Kilo nach oben offen. Und durchsuchen weiter mal die Bude. Bis jetzt haben wir sehr wenig Scrap Metal gefunden. Okay, machen wir in der Küche weiter. Mit dem Brecheisen könnten wir ja noch, wenn wir zurückgehen, dann dran denken, die, diese sind verschlossene... Was? Ach nee. Rabbitfleisch. Das ist ja schön. Das wird dann wohl das erste Stück Fleisch, an dem wir uns mit Sicherheit umgehend den Magen verderben, weil es nur noch 29% Condition hat. Probably useful. Oh, ein paar neue Streichhölzer in der guten Condition. Die sind auch mal überfällig. Die anderen, die sind immer so toll. Und ohne Ende finden wir hier Futter. Best be prepared for anything. Ich glaube, auf der Karte braucht man fast die Knarre gar nicht. Andererseits kann es auch nur sein, dass wir bis jetzt immer nur unverschämtes Glück haben. Hm, das kann man handy. Sowohl mit der Kleidung als auch mit der Nahrung. Aber andererseits so extrem viel Lootmöglichkeiten, wie es hier gibt. Sehr viele Häuser, alle mit sehr vielen Räumen und die mit sehr vielen Schränken und allem. Und wir finden da ja auch nicht wenig. Es ist ja nicht so, dass da jetzt 95% aller Schränke leer wären. Kann jetzt natürlich auch eine fehlerhafte Wahrnehmung meinerseits sein. Würde ich niemals ausschließen. Fehlerhafte Wahrnehmung meinerseits muss man eigentlich immer in die Rechnung mit einfließen lassen. Ich glaube, jetzt sind wir hier durch. Oder? Was mit dem Schrank? Ja. Wir haben es. 8 Uhr. Wir versuchen mal, das Gebäude zu verlassen. Sieht wolftechnisch ganz gut aus. Es sind wieder noch 1, 2, 3 Häuser, 4 Häuser.
sind das? Da hinten ist es so eine. Sind da vorne gerade zwei Wölfe oder ist ein Wolf, der irgendwas gejagt hat? Das sind zwei Wölfe. Hoch da! Ist ja unfassbar, wie viele Wölfe hier rumrennen. Puh, Trautesheim. Ist wirklich unfassbar, wie viele Wölfe hier rumrennen. Ah ne, hier war das Medical-Zeug drin. So, hier, ne? Ja. Also Klos rein. Das Leder rein. Und hier den Rest Klamotten rein. Ah, hier waren, hatten wir gesagt, Tools. Und bei den Tools hatte ich jetzt ja die Prey Bar. Das Kilo würde ich hier gerne loswerden. So, dann kochen wir uns mal das Hasenfleisch. Reclaimed Wood haben wir nicht, ne? Ja, dann nehmen wir halt einen Cedar. So, Matches Tinderblock Seeder 70%. Unsere Feuerskills sind bei 51%. Haben wir tatsächlich erst ein einziges Mal hier in der Runde ein Feuer gestartet. Man fasst es nicht. Ja, don't do this to me. Na. Sehr schön. So, 27% Hasenfleisch. Da werden wir uns garantiert den Magen dran verderben. Aber wir haben ja Antibiotika, die weg muss. So, und anbei. Ja, eineinhalb dürfte. Ja, machen wir zwei. Ja, da kommen wir hin. Da kommen wir nicht hin. Drei Viertel Liter. So. First Aid. Die alten Tabletten einmal bitte usen. Und das ungenießbare. Ah, das. Ach, ich wollte es jetzt hier reinpacken. Das ungenießbare Wasser. Ja. Dann machen wir denn mal das ungenießbare Wasser rein. Hier und in der Spüle. Die fassen alle 40 Kilo. Das ist so unglaublich.
oder Ansee für Wasser. Hier hin. So. Condition. Trotz gekocht hat es 39%. So, jetzt hauen wir einfach mal alles rein. 10 Liter Wasser. So, was haben wir übrig? 3 Soda. Einmal Sardinen und einmal Rabbit. Und tja, die Sardinen möchte ich sehr gerne wegwerfen. Sieht's denn, das ist denn hier am miesesten drauf? Ach, ist alles noch im Bereich hier, ne? Ja, die Sardinen und den Rabbit schmeiße ich weg, den esse ich nicht, denn das Risiko brauche ich echt nicht eingehen. Gut, dann nehmen wir. Moment, machen wir so. Also, weg mit dem Rabbit und weg mit den Sardinen. So, jetzt haben wir drei Sodas. Trinken wir direkt was. Den Riegel auch gleich. So, was nehmen wir an uns? Die Milch sind 750, dann 300er Bar und 500er Bar und mal 2 Liter Wasser. Was haben wir sonst noch eingesammelt? Dum, 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 dum. Hier nichts. Ah, Fuel haben wir nochmal, okay. Ansonsten war es das. Wir haben nur noch 2 Tinderplugs auf Tasche. Da holen wir uns welche nach für auf dem Weg. Das haben wir ja hier, müssten wir ja jede Menge haben. Wo sind die Tinderblocks? Nee, hier ist nichts. Was sind denn die ganzen Tinderblocks? Bin ich blind? Blöd? Tausende von Tinderblocks gemacht. Oh, wo habe ich denn die jetzt hingerahmt? Geräumt. Naja, wir werden sie finden. In der nächsten Folge von The Long Dark. Tschüss.